Es ist eine besondere Situation, weil es eine englische Woche ist und wegen dem, was ich gerade geschildert habe, dass natürlich viele zurückgekommen sind und manche natürlich dann schon auch Verletzungen hatte, die länger gegangen sind als eine Woche. Wenn mal einer 3, 4 Trainings nicht trainiert, dann ist es nicht so schlimm, aber wenn einer 3, 4, 5 Wochen nicht trainiert, ist es was anderes. Und da werden wir es jetzt richtig versuchen einzuordnen, werde vielleicht der ein oder andere auch noch Spielpraxis geben in der zweiten Mannschaft, damit er dann 90 Minuten in den Beinen hat und dann und man das Spiel dann anschauen kann und um dann, dass die Spieler dann, die dort spielen, ich weiß noch nicht wie viel überhaupt, aber es kann sein, dass die dann für die nächste Woche voll in Frage kommen in Wolfsburg. So ist dann die Entscheidungsfindung. Wie wäre denn für Sie so ein Ergebnis? Jetzt nur mal in der Theorie, in 5-3 zum Beispiel. Man weiß ja eigentlich, dass Fußballtrainer es nicht mögen, wenn so viele Tore fallen, auch gegen einen selbst. Für uns 5-3? Ja. Hey, super Ergebnis. Ja. Dann würden Sie sich nicht beschweren. 5-3, ich würde mich über kein einziges Ergebnis beschweren, wenn wir gewinnen würden. Ich würde jedes Ergebnis mit großer Freude und ich wäre der glücklichste Mensch. Mit jedem Ergebnis. Ich könnte mir alle Ergebnisse sagen, wenn wir ein Tor mehr haben.